Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Namenlos. Ja, die letzten Folgen waren ja eher nicht so spannend, würde ich sagen. Die letzte Folge sind wir eigentlich hauptsächlich da gestanden, haben unsere kleine Blümchen gegossen, damit sie uns mehr Essenz geben. Heute wird sich das Ganze ein bisschen ändern, denn ich habe mit euch vor, heute ein Jetpack zu craften, wenn ich das schaffe. Ich hoffe, ich habe mir da jetzt nicht zu viel vorgenommen, aber es scheint jetzt nicht allzu schwer zu sein. Und da machen wir uns nochmal schnell eine Essenz. So. Denn wir brauchen dieses Gerät hier. Und dafür brauchen wir Enriched Alloy. Das geht ja einfach. Da haben wir Redstone und Eisen. Eisen haben wir ja jetzt wieder eine ganze Menge. Außerdem können wir ja unser erstes Eisen craften von unseren Essenzen. Und hier haben wir unsere ersten 6 Iron Nuggets, Iron Ingots. So, hier haben wir kein Redstone mehr drinnen, das heißt wir müssen ein bisschen nachfüllen, aber das ist ja auch kein Problem, das sollten wir ja auch halbwegs genug, ja, da haben wir genug Redstone drinnen. So, und zwar machen wir einfach mal ein paar hier rein, zack, 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 aber nicht allzu viele, denn sonst haben wir womöglich ein bisschen Redstone verschwendet und das wollen wir ja auch nicht. So, wir brauchen dafür 5 Enriched Alloy, ein bisschen Goldpulver und ein bisschen Eisenpulver. Gut, und ein bisschen Osmiumpulver. Und das Ganze machen wir so, indem wir da den Ofen deaktivieren, nehmen uns hier ein Gold raus, ein 2 Osmium und ein Eisen brauchen wir auch noch. Da haben wir ja jetzt gerade alle Daten drinnen. Da können wir auf jeden Fall eins rausnehmen. So, wir legen das nach der Reihe nach ein. Hier brauchen wir nur eins davon, wenn ich mich recht erinnere. Jawohl, ein Eisen, ein Zack und jawohl, da haben wir auch das Ganze schon. Gut, dann brauchen wir noch 2 davon. Also insgesamt 7, ein bisschen Redstone, ein bisschen Eisen. Das sollte ja alles kein Problem sein soweit. Dann hätte ich auch noch ganz gerne die Pumpe gemacht. Die Electrical... Nein, nicht Electrical Pump. Pump. Ist sie da dabei irgendwo? Ja, hier haben wir sie. Die hätte ich mir ganz gerne gemacht. Dafür brauchen wir aber etwas Stahl. Und dieses Quite Clear Glass. Wie wir das kriegen, weiß ich jetzt leider nicht. Ganz, muss ich ganz kurz nachschauen. Das Quite Clear Glass kriegen wir im Alloy Smelter, wenn wir ein Glas durchschmelzen. Ja, das sollte ja auch kein Problem sein. Jawohl, da haben wir auch schon genug. Können wir einstweilen mal lassen. Dann, für das Jetpack brauchen wir, glaube ich, noch einen Circuit. Jetpack. Genau das. Dazu brauchen wir ein Osmium Ingot mit ein bisschen Redstone Infusen und schon haben wir das Ganze auch geschafft. Und mit dem Jetpack kann man sich halt dann um einiges schneller fortbewegen. Deswegen will ich mir das unbedingt craften, weil wir ja in nächster Zeit Farben suchen gehen müssen. So, für diesen Tank, den können wir uns dann nachher auch gleich craften. So, dann haben wir den Circuit auch. Gut. Wir wollten, und genau, hier haben wir die Dusts auch schon fertig und wir gehen zum Crafting Table. Da brauchen wir Separator, genau, den brauchen wir. Zunächst machen wir mal das hier, haben wir alles von dem. Und dann haben wir auch schon den Electrolytic Separator, genau. Den platzieren wir am besten mal hier über den Pulverizer hin. Müssen wir noch an den Strom auf jeden Fall anschließen und dann eben auch an eine Wasserversorgung. Und um die kümmern wir uns, nachdem wir uns hingelegt haben, wollte ich sagen. Allerdings brauchen wir noch ein bisschen Stahl. Und wie wir das kriegen, das schauen wir uns jetzt an. Und zwar brauchen wir für die Pump, also für die Pumpe brauchen wir ein bisschen Osmium, ja, das haben wir ja alles. Und, oh, da kann man auch normales Glas nehmen, das ist ja interessant. Okay, dann nehmen wir normales Glas, brauchen wir kein so ein Quite Clear Glas. Und wir schauen mal, wie wir das nochmal schnell machen. Mit Steel das durchbraten, ja.
und den kriegen wir durch Enriched Iron, durch Kohle. Okay, da brauchen wir einfach jede Menge Eisen dadurch und dann und jede Menge Kohle. Vor allem haben wir noch ein bisschen Kohle. Ja, wir haben noch 39 Kohle. Da sollte sich auf jeden Fall einiges ausgehen. So, den Redstone dumpen wir mal kurz. Also heißt so viel wie wegschütten. So, jetzt habe ich alles Kohle verbraucht. Weiß nicht, ob das schlau war, aber wir nehmen da mal ein bisschen was raus. Dann haben wir... ja, doch. So. Ja, dann bleiben uns 6 Eisen über. Mehr brauchen wir im Moment nicht. Dann ernten wir nochmal schnell hier die Inferium Essenz ab und legen uns nieder. Und ich habe wieder mal vergessen, den Timer zu starten. Ist aber egal, denn wir brauchen eh noch ein bisschen Zeit, um das Jetpack schlussendlich fertig zu machen. Einstweilen können wir uns mal um die anderen Bestandteile des Jetpacks kümmern. Jetpack, genau. Hier haben wir auch schon den Tank, können wir noch machen, genau. So, dazu nehmen wir ein bisschen Osmium raus. Danach brauchen wir auf jeden Fall auch noch Tin für das Jetpack selbst. So, zack. Dann den Tank können wir, machen wir einen Tank. Und dann, oh, ah ja, dazu brauchen wir ja auch schon Stahl. Gut, das holen wir uns dann schnell, wenn das durch ist. Hier können wir Upgrades reingeben. Vielleicht können wir uns mal ein Speed-Upgrade holen. Schauen wir mal, was wir dazu brauchen. Speed-Upgrade. Schauen wir mal. Add-Mechanism. So, schauen wir mal, wo sind denn die Upgrades? Hier haben wir das. Energy-Upgrade, Speed-Upgrade. Was brauchen wir dafür? Glas, Osmium, Dust und Enriched Alloy. Okay, ja, das sollte ja eigentlich machbar sein. Jetzt schauen wir mal, haben wir überhaupt noch... Nein, wir haben kein Glas mehr, haben wir Sand? Daran könnte es jetzt natürlich scheitern. An dem Glas, beziehungsweise an dem Sand halt. Eieieiei, also es schaut im Moment gerade nicht gut aus. Gut, dann holen wir uns ganz schnell mal ein bisschen Sand. Wir haben uns ja das letztes Mal, wie wir dort waren, Gott sei Dank markiert und deswegen finden wir jetzt hoffentlich etwas schneller hin als damals. So, diese Poppies hier, also die Mondblumen sind das, glaube ich, die nehmen wir auf jeden Fall mal mit, denn die können wir ja dann für den roten Farbstoff verwenden. Und wir brauchen ja, wie schon gesagt, einiges an Farbstoff. Vielleicht treffen wir ja auch dann gleich einen Squid an im Fluss, wo wir den Sand herkriegen. Und dann könnten wir uns auch noch gleich ein paar Inksacks mitnehmen. Das wäre auf jeden Fall auch ganz praktisch. Oh, Zombie, Skelett mache ich. Nein, lass mich in Ruhe. Komm schon, stirb. Danke. So, wir gehen weiter. So, ich habe mir auch in der Zwischenzeit ein paar Brote gecraftet gehabt. Oder haben wir die noch gemeinsam gecraftet? Ich weiß nicht. Ich bin halt zwischen den Folgen ein bisschen dagestanden. Und habe mit unseren kleinen Kräuter gegossen. So, wir schauen weiter zum Sand, damit wir uns dann schlussendlich Glas brennen können. Dass man Sand nicht herstellen kann, das wundert mich auch irgendwie ein bisschen, aber ist anscheinend so. Gut, wir gehen weiter. So, zack, zack. Hier haben wir auf jeden Fall noch jede Menge rote Blumen, die nehmen wir schon auch noch mit. Ich weiß nicht, können wir daraus eigentlich auch Farbstoff machen? Nein, können wir nicht, also können wir das eigentlich weghauen. Oh, Piranha, schätze ich mal, keine Ahnung, was mich angreift, aber es ist nicht gut, dass es mich angreift. Was ist eine Piranha? Keine Ahnung. So, die Blumen nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Gibt es ja eh relativ viele hier. Also kein Problem, den roten Farbstoff zu finden, das ist schon mal gut. Hier haben wir auch die nächste Blume, die wir brauchen, die Sumpfblume. Die gibt uns dann den Cyanen-Farbstoff. Können wir auch auf jeden Fall mitnehmen. Denn den brauchen wir. Werden wir auf jeden Fall auch brauchen. Dann brauchen wir eben noch Inksacks und Magenta-Farbstoff. Aber den können wir uns dann leicht herstellen. Gut. Zack, zack. Also ich kann euch das Crafting-Rezept gleich mal zeigen. Orangenen Farbstoff können wir uns ja auch machen. Dank der Blumen, die wir im Nether gefunden haben. So, wo laufe ich eigentlich gerade hin? Ich bin am Sand vorbeigelaufen. Gut gemacht. Wo ist der Sand? Wo ist der Sand? Ah nein, wir laufen eh noch Richtung Sand. Okay, passt. So, zack,
Zack, einmal hier hochgelaufen. Was haben wir denn da? Da badet gerade ein Häschen. Ein kleines süßes Häschen badet hier. Ja, im Hintergrund könnt ihr gerade wieder meine Hunde hören. Die zucken gerade wieder völlig aus, weil anscheinend jemand vorbeigeht an meinem Haus. Ja gut, kann man nichts machen. Ist leider so. Ich kann meine Hunde leider nicht stumm schalten. Es wäre eigentlich manchmal echt praktisch, wenn man so gewisse Geräusche, also zum Beispiel jetzt die Hunde, einfach mal so auf leise drehen könnte. Wenn man sie gerade nicht, also wenn man gerade nicht will, dass sie einem stören. Wenn man zum Beispiel jetzt aufnimmt, dann ist das sicher, also dann wäre das eigentlich manchmal ganz praktisch, wenn man die Hunde, wenn sie so einen Lautstärkeregler haben. Ich weiß, das klingt ziemlich brutal, aber dann könnte man die einfach so ein bisschen runterstellen, runterpegeln und dann stören sie einem bei der Aufnahme nicht mehr. Das wäre halt schon irgendwie ganz praktisch, weil jetzt werden die wahrscheinlich für den Rest der Folge durchbellen. Ich hoffe, man hört das nicht allzu sehr. Wenn ja, tut's mir leid, aber ich, wie gesagt, ich kann sie leider nicht auf stumm schalten. So. Hier haben wir eigentlich jetzt schon relativ viel Sand abgegrast. Hier haben wir noch ein bisschen was. Müssen wir uns bald mal wieder ein neues. Ich muss schauen, vielleicht können wir Sand auch craften. Vielleicht habe ich auch einfach was übersehen. Und wir können uns Sand eh craften. Wahrscheinlich gibt es so eine Essenz oder so. Ich schaue mal ganz kurz nach. Sand. So, können wir uns den irgendwie craften? Dried Sand, nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Oh, Dirt Essence und Fire Essence können wir auf jeden Fall benutzen. Dazu brauchen wir halt eine Dirt Essence. Und die Dirt Samen, ja, sind eigentlich ganz leicht zu machen. Und so, was wollte ich machen? Genau, eigentlich wollte ich schauen, ob wir irgendwie anders Sand noch herstellen können. Aber es scheint jetzt mal nicht so. Mit dem Crusher könnten wir es herstellen aus Gravel. Und den kann man dann wahrscheinlich im Crusher wieder aus Cobblestone herstellen. Und dann könnten wir uns so eine Produktionskette aufbauen. Allerdings, ja, müssen wir schauen, wie wir uns die Sandversorgung machen. Aber ich habe halt vor, dass wir uns möglichst alles eben nachhaltig herstellen können. So, hier oben haben wir noch so lila Blumen. Die nehme ich, glaube ich, auch mal schnell mit. Denn für den Farbstoff brauchen wir das. Ich weiß nicht, ob wir lila brauchen, aber wir brauchen auf jeden Fall viele Farbstoffe und dafür nehmen wir die einfach mal mit. Ich glaube, ja genau, daraus können wir auf jeden Fall auch Farbstoffe machen und das ist dann ganz praktisch. So, ich wollte euch diese Cluster zeigen, die man braucht für die Dye Seeds. Da braucht man nicht so Cluster, so Dye Cluster, was ist denn das? Nature Cluster, okay. Dye Cluster und dafür brauchen wir einen Insect, den wir uns, ja, im nicht wirklich herstellen können. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall wie heißt's? Squids, genau. Also Tintenfische, damit wir uns eben so eine blaue Farbstoff. Dann haben wir eben noch, wie wir gesehen haben, einen Magenta-Farbstoff, einen orangenen Farbstoff, alles kein Problem. Und einen Cyanen-Farbstoff haben wir jetzt auch die Blumen. Also das sollte alles kein Problem sein. Das einzige Problem ist halt wirklich, sind halt wirklich die Tintenfische. Und die schauen wir, dass wir dann eben das Jetpack haben, damit wir schneller vorankommen. Und schneller mal vielleicht auch einen Ozean finden, wo halt dann auch Tintenfische spawnen können. Die Frage ist, ob das nicht jetzt, ob die Tintenfische nicht deaktiviert sind wegen dem Animania-Mod, aber das, da muss ich mich noch schlau machen. Das werden wir auf jeden Fall noch sehen. So, schnell mal an Land gelaufen, dann können wir uns schneller fortbewegen. So, zack, zack, zack. Schnell zurücklaufen. Der Stahl sollte mittlerweile auch schon durch sein. Also das, die erste Form von Stahl, das Enriched Iron, sollte auf jeden Fall zumindest ein bisschen vorangeschritten sein, hoffe ich. Weiß ich nicht. Wir werden sehen. So, zack, zack. Da können wir auf jeden Fall nochmal diese Poppies mitnehmen. So, schön mitgenommen hier die roten Blumen. Eben für den roten Farbstoff. Denn das
war meine einzige Sorge eigentlich, dass wir keinen roten Farbstoff kriegen. Aber nachdem hier eh so viele Blumen herumstehen, war diese Sorge unbegründet. Gut, jetzt sind wir auch schon fast wieder zu Hause. Dort vorne ist auch schon unsere kleine Hütte, also unser kleines Haus. Ich finde, es ist eigentlich echt schön geworden. Mir gefällt es eigentlich echt gut. So, mit dem Limestone und mit dem dunklen Holz schaut es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich meine, es ist jetzt keine super duper Villa, aber es ist ein gutes Anfangshaus, würde ich mal sagen. Und klein ist es jetzt auch nicht gerade. So, wir schauen an. Jawohl, da ist alles durchgekommen. Dann infusen wir das noch einmal mit Kohle. Upsi, jetzt habe ich mein Schwert rausgeworfen. So, weswegen bin ich jetzt eigentlich losgegangen? Genau, wegen Sand. Den lassen wir mal schnell durchbraten. Glas. Zack, zack, wo ist der Sand? Da. Rein damit. Da, ah ja, den Ofen müssen wir wieder aktivieren. Den habe ich ja vorher deaktiviert. Denn sonst hätten wir den Dust nicht wirklich rausbekommen. Nicht wirklich gut. So, genau, Glas. Dann, was brauche ich noch für das Jetpack? Brauche ich eigentlich nur mehr Stahl. Dann für die Pumpe, genau, die machen wir ja auch noch. Die Pump brauche ich, genau, dieses Stahl. Case Enriched Alloy haben wir ja genug eigentlich. Ein bisschen Glas, ein bisschen Stahl, ein bisschen Osmium und dann sollte das auch schon passen. Also wir sind eigentlich echt gut dabei. Den Stahl können wir jetzt mal rausnehmen und da schnell reinlegen. So, und ich muss mein Inventar wieder mal aussortieren. So, das kann raus, alles raus hier. Zack, 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 zack. Schauen wir mal, vielleicht können wir noch irgendwas aussortieren. Nein. Dann gehen wir da vorne an die Kisten ran. Oh, da haben wir noch ein bisschen was fürs zum Essen. Da haben wir auch noch Gold und Redstone drin und Glowstone. Habe ich wahrscheinlich alles einmal rausgelegt, damit es nicht verloren geht. Ja gut, das können wir noch reinlegen. Da haben wir noch so einen Pferderücken oder keine Ahnung, was das genau ist. Ich nenne es jetzt einfach mal Pferderücken. Gut. Dann schauen wir mal, da sollte auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen Glas durch sein. Dann nehmen wir den Sand mal raus, damit der Stahl durchgebraten wird. So, einstweilen können wir uns ja mal das Ding mit dem Glas machen. Genau. Ah, wir brauchen ja noch Stahl dafür. Richtig, ich vergesse das immer. So, aber das Jetpack können wir uns dann auf jeden Fall noch schnell machen. Den Rest, würde ich sagen, machen wir uns dann schon in der nächsten Folge. Hier haben wir 5 Stahl. Da haben wir nochmal 8 dazu bekommen. Können wir auch nochmal reinlegen. So, 5 Stahl sollte genügen, jawohl. Und wir haben unser erstes Jetpack. Jawohl, okay, das ist noch viel zu teuer. Aber das erste haben wir schon mal. Das ist halt als Ersatz für die Brustplatte leider. Aber das macht ja nicht so viel da. Brauchen wir halt dann das Armor. So, wir legen noch mal ein bisschen. Brauchen ein bisschen Wasser. Haben wir noch einen Eimer im Inventar? Nein, den habe ich natürlich aussortiert. War ja klar. So, wo ist mein Wassereimer? Wo habe ich den hingelegt? Habe ich den nicht da reingelegt? Wo ist mein Wassereimer hin? Oder bin ich blind? Nein, mit habe ich ihn nicht mehr. Wo ist mein Wassereimer hin? Habe ich ihn da aussortiert? Da ist er. Genau. Dann nehmen wir uns den Eimer nochmal schnell. Ein bisschen Wasser. Tun das da oben rein. Upsi. Ah, der braucht noch Strom. Richtig. Okay. Ja gut, dann müssen wir auf jeden Fall... Oh, schaut das geil aus. Da müssen wir auf die nächste Folge warten. Ja, die Folge ist um. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne mal ein Like da. Schreibt in die Kommentare, was ich verbessern kann. Und lasst gerne auch ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ganz wichtig, die Glocke aktivieren, denn sonst bekommt ihr leider keine Benachrichtigungen. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, macht's gut, bis dann und ciao.